Liebe Leute, hallo und willkommen zurück zu Banishers Ghosts of New Eden. Und wir springen jetzt in die Leere, würde ich sagen. Leerwandeln, das ist dazugekommen. Gut, bitte. Bei Gott, wo sind wir? Vergiss nicht, was man uns gesagt hat. Folgt den Leuchtfeuern. Sputet euch. Blickt nicht zurück. Sputet euch. Ich denke, das ist ein ganz guter Tipp. Ah, fantastisch. Sieht trostlos aus hier. Leblos. Das ist das Reich der Toten. Die Unterwelt. Lasst uns hier nicht verweilen. Hast du das gehört? Ja, lauf weiter. Unser Weg in die Freiheit. Du bist es. Anthea. Was zum... Was geht hier vor sich? Ich kenne diese Stimme. Vor langer Zeit verbannte ich ihren Besitzer. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir hier weg müssen. Jetzt. Oh Gott. Wären wir einfach mit dem Boot gefahren. Das nächste Leuchtfeuer ist ausgegangen. Etwas stimmt nicht. Was für eine Höllenkreatur ist das denn wieder? Das sieht mir wie ein Klagegeist in Gestalt eines Cerberus aus. Mal was Neues. Kümmere dich zuerst um die Säulen. Eieiei. Ich kann nicht fassen, dass ich das Ding erlöse. Oh, es ist creepy, ey. Trink was? Nein! Oh, ich bin hier sehr gefangen. Komm, mach mal. Diese armen Seelen zu erlösen. Ah, machen wir das schon. Oh, ich kann nicht mehr. Oh! Du allein durch, Red. Er hat es auf den Kopf gesehen. Oh oh, ich kann nicht wechseln. Das wird nix. Oh.
Vorsicht! Aus welchem Loch ist dieses Mist nicht gekrochen? Ich weiß nicht, aber wir müssen hier weg. Das war verdammt knapp. Ciao. Lass mich hier raus. Super. Krass. Will ich nicht nochmal machen. Was zum Teufel war das? Seredins Schlüssel sollte uns doch unbemerkt hindurchschleusen. Ich weiß es nicht. Okay. Also Leerrisse sind jetzt standardmäßig verfügbar, werden mit so einem Wirbel angezeigt. Aber krass, auch hier wieder, ne? Das ganze Design und so super gemacht. Mir mal ein bisschen was zum Aufwerten. Ich habe das Gefühl, ich bin noch ein bisschen zu schwach gegen die neuen Gegner. Ohoho, neue Waffe. Flinkschuss. Gesundheit. Jeder Schwachpunkt, der mit dem Gewehr getroffen wird, erhöht den Schaden. Und wir können das gleich aufwerten und das ebenfalls. Und das machen wir dann auch. Sehr cool. Alles in Ordnung. Alles gut. Aber der Albtraum dort... Wir wissen so wenig darüber. Das macht mir Sorgen. Und du? Der Albtraum existiert nur, weil die Dorfbewohner etwas Schreckliches getan haben. Ihre Schuld ist in ganz New Eden spürbar. Wegen ihnen musste ich sterben. Sollen sie verflucht sein. Und ihre Geheimnisse und ihre Sünden auch. Wir werden es schaffen. Das tun wir immer. Sind die Risse wirklich sicher? Wir werden beschützt. Du hast das Wispern gehört. Die Verzweiflung. Und diese eine Stimme. Sie hat nach dir gerufen. Etwas wusste, dass du dort warst. Es hat dich gesehen. Für einen Moment dachte ich an sie, an diese armen, abgeschlachteten Jungen. Ich schwöre, in der Leere hörte ich ihre Schreie. Kinder, die zum Ruhm ihres Sultans in den Tod geschickt wurden. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder auf dem Balkan. Die Geister sind fort. Du hast um ihren Aufstieg gebeten und ich habe dir diesen Wunsch erfüllt. Sie befinden sich nicht in der Leere. Ich weiß. Diese Leere. Ist das die Hölle? Wie in der Heiligen Schrift? Die Heilige Schrift? Wessen Heilige Schrift? Es ist nur... Ich... Was, wenn die Lehren aus meiner Jugend alle falsch sind? Was, wenn mich das erwartet? Wegen all meiner Sünden? Ich bin Verbanner geworden, weil ich den Lebenden helfen wollte, indem ich dem Leiden von Geistern ein Ende setze. Aber das tun wir nicht. Wir verdammen sie zu einer Ewigkeit voller Qualen. Wir verfluchen sie. Rory, du bist der liebenswürdigste, mitfühlendste Verbanner, der mir je unter die Augen gekommen ist. Lass dir von einem alten Gott nichts anderes erzählen. Die Lehre ist kein Werk eines Gottes. Was, wenn sie zurückkommen? Wenn die Seelen, die ich bannte, mich holen kommen? Wer könnte es ihnen verdenken? Die Geister der Lebenden werden bei dem Ritual vernichtet. Sie kommen nicht zurück. Alles wird gut. Solange wir zusammenbleiben, wird alles gut. Ja, alles wird gut. Genau.
zugefrorener Sumpf. Na, das klingt doch sehr einladend. Oh, Sieger hat nicht gelogen, was die abgebrannte Brücke anbelangt. Wo lang? Nach Norden zu den Bergen oder nach Süden durchs Flachland? Wir sollten einen Weg nehmen und sehen, wohin er führt. Harris Hamlet vor Jericho. Das Dorf in den Eggen. Ein Unterschlupf mit einem feuchten, kratzigen Strohbett. So wie ich es mag. Besser als kein Bett. Gib mal was. So, jetzt werten wir zum einen das neue Gewehr auf und aber auch das Amulett. Sehr schön. Und als nächstes benötigen wir astrales Knochenfragment 18 Mal. Und dafür sind jetzt auch die Seelenscherben wichtig. Das war ja für mich immer noch so ein bisschen so ein Rätsel, wofür ich die eigentlich brauche. Stärke wird auch... Okay. Können wir das vielleicht gleich nochmal? Magnetit, alles klar. Können wir hier was aufrüsten? Auch Magnetit, alles klar, okay. Mhm. Was haben wir denn hier eigentlich? Das ist die Ermittlung. Hier haben wir noch Dinge. Orientierungspunkt, zerstörbare Wand. Spukermittlung, wir wollten hier. Wir folgen dem und zoomen uns dorthin. Jahrelang lebte Kate Newsmith im Glauben, ihrer Schwester nicht das Wasser reichen zu können. Jetzt weiß sie, dass sie ihrer Schwester ebenbürtig ist. Zumindest, wenn es um Güte geht. Thickskin hat für ihre Sünden bezahlt. Aber was ist mit ihrer Schwester? Was wird Kate jetzt tun? Ihre Leute setzen ihr Vertrauen in sie. Für ihre Zukunft. Ihre Sicherheit. Ihr Überleben. Schauen wir mal, wie die Leute hier jetzt auf uns zu sprechen sind. Diese elenden Verbanner. Warte mal, wir müssen da hinten hin. Wir haben hier aber noch zwei weitere Punkte, drei sogar zu klären. Wir schauen mal. Wir machen jetzt erstmal das hier mit der... Was war's? Freilassung. Dafür ist diese Schnellreise natürlich ideal. Hauptsache, ich finde nachher auch wieder zurück auf der Map. Hey, können wir mal eben auf die Schnelle durchdüsen. Dann gucken wir mal. Wir haben jetzt natürlich auch ein paar Bereiche, die wir jetzt betreten können, was vorher nicht möglich war, dadurch, dass Antea jetzt diese Explosionsfähigkeit hat. Das eröffnet dann natürlich wieder ganz neue Wege. Die sind auch markiert, zerstörbare Wand. Allerdings gibt es ja zum einen diese Wurzeln, die man da noch irgendwie zerschneiden kann, was ich nicht kann. Und die Wände, weshalb ich damit vielleicht dann doch eher warten würde bis zum späteren Verlauf. Sonst laufe ich hier alles doppelt und dreifach ab. Hier ist seine Hütte irgendwo. Mal eben schauen, wie der... Immer noch ein Fragezeichen. Wie der Suchbereich abgedeckt ist. Da haben wir eine Wand zum Beispiel und da ist eine Hütte.
ist das denn die Möglichkeit? Ja, das wird schon richtig sein hier. Das muss Viergotts Versteck sein. Hoffentlich sind seine Aufzeichnungen noch hier. Eine finstere Macht ist mit diesem Gegenstand verbunden. Genau wie bei dem letzten. Wir müssen das Ritual finden, von dem Sika erzählt hat. Ich habe noch ihre Aufzeichnungen über die Lage der Hütte. Der Holzfäller. Eine seltsame Holzfigur, die in der Nähe eines merkwürdigen Hauses südöstlich vom feurigen Hain gefunden wurde. Hallo? Ritual der Geisterfreilassung. Unreiner Geist, wer immer du bist, ob allein oder mit deinen Dienern. Ich befehle dir jetzt zu gehen. Du wirst nicht freigelassen, sondern verbannt. Du wurdest nicht befreit, sondern zurückgeschickt. Du bist nicht stark, sondern schwach. Du gehst jetzt, ich befehle es dir. Ritual der Freilassung. Das muss es sein. Ja. Jetzt musst du nur noch Viergotts Gebet nachsprechen, um den Fluch, der auf einem Gegenstand lastet, zu brechen. Mhm, können wir gleich schauen. Oh Gott. Das verlockende Böse sammeln. Gepriesen sei der Herr, meine langen Jahre des Studiums als Dämonologe werden endlich meinem Schicksal dienen. Von diesen abgelegenen Wäldern aus kann ich das Land beobachten und beschützen, indem ich sein Licht darauf scheinen lasse. Im überfüllten und engen New Eden hatte ich zu wenig Platz, um mein großes Werk zu vollenden. In diesem kleinen Zimmer des King's Arms war es mir schwer, die vielen Quellen des Bösen zu sammeln und zu finden. Hier, im Schutz der hohen dunklen Bäume, werde ich meine Aufgabe erfüllen, allein, mit geschärftem Verstand. Was ist los mit diesen Menschen? Es scheint fast, dass die Weite der Wildnis ihren Glauben erschüttert und ihre Kraft geschwächt hat. Suchen sie aus Angst vor dem Unbekannten Hilfe in all dem unheiligen Schmuck, von dem ich weiß, dass viele heimlich damit handeln? Oder ist es etwas viel Schlimmeres, wie die sündhafte Anziehungskraft falscher Götzen? Ist es gar dieses Tal selbst? Ist dieser böse Schlund, von dem ein paar korrupte Männer sprechen, ein Tor zur Hölle, das sich angeblich mitten in dieser Gegend verbirgt? Ich überlasse es anderen Soldaten Christi, dieses Maul zu schließen, wenn sie es finden. Meine Aufgabe hier ist klar. Ich habe bereits mindestens 3 schreckliche teuflische Gegenstände entdeckt, die von Siedlern hierher gebracht wurden. Eines am Handgelenk eines Jägers, eines am Hals eines Matrosen und ein drittes am Fenster eines Bauernhauses. Bald werden sie mir gehören, bevor sie noch ihren schlechten Einfluss auf schwächere Gemüter ausüben können. Und bevor ein dunkler Handel beginnt, so wie ich ihn in Providence oder Boston gesehen habe. Bald werde ich diese verfluchten Dinge an mich reißen und dann mit Hilfe des stärksten dämonologischen Rituals, das ich kenne, wegschließen, sodass sie nur durch das stärkste Ritual der Freilassung wieder freikommen. Ich werde selbst die Truhen in den tiefsten Tiefen des Tals verstecken, damit für noch mehr Sicherheit gesorgt ist. Anschließend werde ich dann nach weiteren verfluchten Juwelen suchen. Bis die letzte Wurzel des Verderbens aus diesem gesegneten Land gerissen ist, das dazu bestimmt ist, von den Auserwählten besät zu werden. Fear God Waterbury. Klingt jetzt nicht so, als sollten wir das tun, ehrlich gesagt. Just saying. Klingt irgendwie eher nach einer schlechten Idee. Hola. So, du hast jetzt das Ritual der Freilassung erlernt. Jetzt kannst du Flüche von Objekten wie verfluchten Truhen entfernen. Um eine verfluchte Truhe zu öffnen, musst du zunächst 3 Holzfiguren finden, die in der Nähe versteckt sind, und dann das Ritual der Freilassung durchführen. In verfluchten Truhen können sich wertvolle Belohnungen befinden wie neue Ausrüstungsgegenstände. Okay, warte mal, aber die Holzfiguren muss ich hier finden oder ich muss einfach nur 3 finden? Wir probieren es einfach mal, oder? Das wird ja jetzt mir nicht einfach so übergeben, oder doch? Ungebundenheit. Mal gucken. Salz. Pizzagewürz. Gebe dich hinfort, unreiner Geist. Ach, das war's. Okay, ich hätte gedacht, jetzt kommen Geister und bekämpfen mich oder so. Glücksritterring. Der Baron. Was haben wir denn hier?
Bringt mir gar nichts Geschick. Verbannungsschaden 220 ist aber an sich schwächer. Okay, nettes Gimmick. Aber bringt mir so jetzt gerade nichts. Du solltest von dort verschwinden. Nee, zeig mal her. Aua. Denkt ihr, ihr könnt es mit einem Geist aufnehmen? Aber echt mal. Fear God. Oh, die haut richtig rein, die Waffe. Wir wollen den da hinten aber auch haben. Oh, was? Zeit für meinen Auftritt. What? Sie bringen noch mehr Freunde mit. Kopf runter. Da oben, ne? Geh mal weg. Stirb, du Drecksau. Bitte? Wo denn jetzt noch? Ach, da oben. Vorsicht! Schemen zu enden, gegen den man sein ganzes Leben lang gekämpft hat. Das Schicksal eines Gottesmannes, der nicht loslassen konnte. Cool. Wie, können wir die zusätzlich noch zerstören? Ich weiß. Ja, okay, wie cool sie einfach ist. Ach nee, ich drücke immer M für Map. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Was haben wir denn hier? Wir laufen hier mal noch ein bisschen die Map ab. Das war doch die Hütte von dem Typen, der sich als der Schmied ausgegeben hat. Wenn mich nicht alles täuscht. Damit auf sich. Schau mal. Ah, okay. Jetzt wäre ein guter Moment, um einige Worte der Macht auszusprechen. Ja, let's go. Sicherheit. Wo haben wir es? Hier drüben. Fügt euch und zeigt euch! Plus 1 auf alle Attribute, sehr schön. Ja, in diesem Bereich sind die jetzt natürlich nicht mehr ganz so schwer, weil man natürlich schon ein bisschen leveln konnte inzwischen. Aber macht dann auch Spaß. So, jetzt können wir vorerst wieder zurück. Da drüben haben wir noch was, aber ich würde sagen... Wir kehren erstmal ins Jägerlager zurück, damit wir da irgendwie so einen Anhaltspunkt haben, um irgendwie wieder zurückzufinden. Ja, mit der Wegpunkt... Ach ja, wir gehen direkt durch die Hütte, stimmt. Wegpunkte und so finde ich ganz okay eigentlich. Also man läuft immer von Punkt zu Punkt. Wie man das oben auf dem Kompass sieht.
Und dann springt er immer so ein bisschen weiter, je nachdem, wo man hin muss. Sehr gut. Schön, jetzt können wir also Flüche, was sagt man, verbannen? Aufschließen? Keine Ahnung. Entfluchisieren. Und wenn dann da tatsächlich mal gute Sachen drin sein sollten, dann lohnt sich das, ja? Ist auf jeden Fall jetzt ein kleiner Umweg gewesen, um das freizuschalten, aber später, wenn man dann mal an so einer Truhe vorbeikommt, ist man, glaube ich, umso glücklicher, dass man das dann kann. Aber wie gesagt, keine Ahnung, ob man jetzt jedes Mal bekämpft wird oder ob das jetzt nur in dem Fall so war, weil wir das ja von dem auch gelernt haben, quasi. So, jetzt schauen wir mal kurz, was haben wir hier denn sonst noch so zu tun? Hier sind 3 Punkte und wir haben eine weitere Spukermittlung. Ob wir davon alles insgesamt machen, weiß ich noch nicht, aber jetzt, wo wir gerade mal hier sind, können wir mal schauen, was hier so abgeht. Das wird jetzt sicherlich hier ein klärendes Gespräch sein. Kleinen Moment, ich will erstmal hier gucken. Kate, wir haben alle Leichen identifiziert, die wir identifizieren konnten. Bare Bones Woodman, Faithful Mather. Etienne Rouley, Goodman Baum, Hope Adams. Okay, die sind noch vermisst. Ich habe nicht mit euch gerechnet. Ich bin auf dem Rückweg nach New Edentown. Dort seid ihr auf euch allein gestellt. Die Siedlung scheint unter eurem Kommando zu gedeihen. Wir haben Fortschritte gemacht, sind aber noch lange nicht bereit weiterzuziehen. Habt ihr ihnen von Thickskin erzählt? Ich habe erzählt, sie sei auf der Jagd nach der Bestie umgekommen. Manche sind noch missmutig, aber Schlaf tut ihnen gut, nachdem die Albträume aufgehört haben. Vielleicht ist es das Beste, wenn sie es nie erfahren. Wenn wir nicht den Mut verlieren und endgültig von hier weggehen wollen, sollten sie es lieber nicht wissen. Doch manche Dinge bereiten uns nach wie vor Sorgen. Die Verstorbenen sind begraben, viele ohne Namen, aber wir haben Spuren gefunden. Sie führen weit weg von hier, in den Wald. Einige sind vielleicht entkommen. Ich brauche Gewissheit. Ob sie noch am Leben sind, meint ihr? Ja, und wenn nicht, dass sie da nicht zurückkehren. Eine Bestie hat gereicht. Eine neue Geißel ist nicht auszuschließen, aber äußerst unwahrscheinlich ohne den Einfluss des Albtraums. Dann sollten wir auf Nummer sicher gehen, nicht wahr? Danke. Ich bin den Spuren so weit gefolgt, wie ich konnte. Ich habe eine rote Fahne als Markierung hinterlassen. Dort bin ich umgekehrt. Ach, Schwester schuldete mir Geld, ja. Bis zu unserem nächsten Treffen, Kate. Gut, ich habe sie ermordet, aber sie hat mir noch 3,50 geschuldet. Wo steckst du? Wo bist du hin? So, wir schauen mal eben. Wir schauen mal, was die anderen hier noch zu sagen haben. Hier drüben nämlich. Seltsam. Das Haus wird immer noch von Spektralspuren umhüllt. Lass uns das untersuchen. Treuer Geist. Ja, das ist ja mittendrin hier. An der Wand sind immer noch Schriftzüge. Neue. Von Thomas Hake. Oder was von ihm übrig ist. Und jetzt? Ist das hier richtig?
Der Friedhof. Ach, hier geht's rauf. Was ist denn jetzt? Da ist er ja. Ich hätte wissen müssen, dass seine Schienen bleiben. Nun, jetzt ist es weg. Rose? Ach, hier ist Rose schon. Mein Name war Rose. Eine Blume, die zum tödlichen Stachel wurde. Aber ich habe die Welt nicht gemacht. Sie machte mich. Namen gestohlen. Und ihr raubt mir dafür meine Seele. Joint tous un rôle, mais le tien bannisseur est de loin le plus perfide. Okay, sehr gut. Haben wir denn die Möglichkeit. Chroniken. Bestie ist abgeschlossen. Das haben wir. Die Hexe aus dem Sumpf ist der aktuelle Dings. Gelöst. Wird gefolgt. Kate. Spukermittlung. Genau. Der Fallensteller. Warte mal. Das ist doch auch schon alles fertig, oder nicht? Ach, das ist es hier. Wird gefolgt, okay. Klar, die Story von den beiden ist im Grunde noch nicht fertig. Oh ne, warte mal, hier geht's durch, ne? Ja, das sieht gut aus. So, 600 Meter. Tief im Wald. Wir nehmen mal mit, was wir tragen können. Sehr schön, die Brücke ist unten. Hätten sie auch durchaus so machen können, dass sie immer oben ist und man muss erst mit ihm reden. Hey, was wollt ihr? Ja, okay, ich lasse sie runter, aber ich erzähle euch erst eine Geschichte. Gestern wollten die meinen Pfandbaum nicht annehmen. Du weißt, dass ich auch noch da bin. Ja, hier, hau doch rein. Aua, aua, aua. Was ist denn jetzt? So. Hier sind wir auch schon mal gewesen. Aber die Ressourcen respawnen, was schon mal sehr praktisch ist. Das Pyrit, ne? Ja. Okay. Genau, die Mine war das. Jetzt einmal durch, sehe ich das richtig? Offensichtlich. Wir schauen nach. Hopp. Ist das richtig? Ja, doch, sieht gut aus. Da unten geht's raus. Springen! Aua.
mit dir! Zack. Gleich haben wir Stufe 12 erreicht. So, und jetzt können wir hier die Abkürzung nutzen, die wir gebaut haben. Erinnern uns. Hier kommen wir jetzt nämlich durch. Ich weiß. Muss ich das schieben hier? Wir machen es einfach mal. Ungefragt. Rechts können wir klettern. Da drüben haben wir das. Stopp! Der Jäger. Da drüben, okay. Da haben wir dann eine weitere verfluchte Truhe, so wie es aussieht. Das hier. Okay. Ja, da geht's raus, vermutlich. Wollen wir? Wir wollen. Ich muss da runter. How can I get da runter? Na, warte mal. Ich bin nicht sicher, führt mich das da vielleicht runter oder nicht? Hier geht's wieder hoch. Ach, das ist jetzt blöd. Ich muss schauen, ich weiß es nicht. Oder ich habe irgendwo ein Seil übersehen. Oder etwas, was ich abschießen kann, um die Brücke runterzulassen. Hier haben wir auch gekämpft. So wie jetzt auch. Darf ich auch mitmachen? Na klar. Nee, das ist nicht korrekt. Genau, hier haben wir Nicholas Doolin, den Jäger, den guten Schützen. Den haben wir hier bekämpft. Als er auf der Jagd nach der Bestie war. Ne, gehen wir nochmal zurück. Ich habe irgendwas übersehen, damit wir die Brücke da runterlassen können. Anders macht es eigentlich keinen Sinn. Jetzt ist nur die Frage, müssen wir einmal außen rum? Na, ich glaube, das habe ich jetzt verpasst, ne? Warte mal, guck mal, das geht hier noch weiter.
Ja, das war wahrscheinlich jetzt nur diese verfluchte Truhe, die eine, die ich da verpasst habe. Finde ich ein bisschen schade, dass ich da jetzt nicht zurückkomme. Aber wir folgen jetzt mal dem Waypoint. Die Markierung, von der Kate sprach. Dann lass uns mal die vermissten Siedler finden. Also, sie sind offensichtlich nicht mehr am Leben, aber wir sollten sie trotzdem finden. Wer weiß? Unten war dieser kleine See, ne? Ja, da hinten ist eine Hütte gewesen. Hier haben wir auch gegen so einen Typen gekämpft, glaube ich. Oder gegen einen Wolf sogar. Sehe ich da unten. Es gehört noch zum Suchgebiet. Es schimmerte blau. Gib mal was. Okay. Wobei Hexensteine gar nicht verkehrt, ne? Der Hexenshop ist wirklich, also, 4 von 5 Sternen. Ein bisschen düster da. So, jetzt schauen wir mal, da hinten hatten wir noch was. Da geht's hoch und hier hinten. Hier haben wir ursprünglich mal gekämpft. Aber hier endet der Suchbereich. Okay, sehr schön. Das kann ja dann wohl nur irgendwo hier stattfinden. Oder was verpasse ich hier? Hier oben? Hier ist Blut. Da. An alle, die den Angriff überlebt haben, die Gefahr umgibt uns. Unser Gefährte, der von der Bestie verwundet wurde, erkrankte und verstarb. Wir haben ihn begraben. Hiermit will ich seine Tapferkeit bezeugen. Denn ohne sein Opfer wäre auch um mich geschehen. Okay. Gesegnet sei seine Seele und möge er uns vergeben, denn obwohl er uns bat, seine Axt zusammen mit ihm zu begraben, behielten wir sie, da sie unsere einzige Waffe ist. Wir werden zu Fuß weiter Richtung Küste gehen, in Richtung Südosten. Etienne informierte mich, dass wir in wenigen Minuten aufbrechen würden. Wer immer diesen Brief findet, möge für unsere Seelen beten, denn ich bezweifle, dass wir die Reise überleben werden. M.S. 3 konnten fliehen, aber einer erlag seinen Verletzungen. Sie sind nach Südosten, in der Hoffnung, das Meer zu erreichen. Dann tun wir es ihnen gleich. Mhm. Alright, alright, alright. Und Wölfe. Doch nicht.
Ich bin zwar ein geübter Kletterer, aber da komme ich sicher nicht rauf. Keine Sprungmöglichkeiten hier. Zumindest kann ich nichts sehen. Dann muss ich wohl einen anderen Weg daran vorbeifinden. Okay. Einen anderen Weg daran vorbei. Muss ich ja wohl einmal ganz nach oben, oder nicht? Merkwürdig. Dann gehen wir noch einmal zurück und da rechts lang. Vielleicht werden wir dort hier fündig. Hier vielleicht? Aber dann müssen wir hier... Was? Was ist das denn? Anderen Weg. Das ist nicht richtig hier. Da unten vielleicht. Hier geht's noch lang. Am Ufer. Ja. Aber auch hier kann ich nur sammeln. Ich weiß halt nicht, was die von mir wollen. Wollen die, dass ich da jetzt an dem Punkt, wo es nicht hochgeht, irgendwie einen Weg finde, was runterzuschießen? Oder reden die wirklich davon, einen kompletten Umweg zu gehen? Weil der Wegpunkt hat sich nicht geändert. Hier scheint mir auch nichts zu sein. Wir schauen mal auf Ö wie Karte. Das ist das nämlich. Das endet da hinten. Ich will ja hier durch. Sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, was es gewollt ist. Ich... Also... Was? Was wollt ihr denn von mir? Ich muss doch da rein. Das ist doch der einzige Weg offensichtlich. Sonst hätte ich ja gesagt, man schießt irgendwas ab, damit was runterfällt oder irgendwie so, aber... Ich check's nicht. I don't check it. Ich bin überfragt. Ich weiß nicht, was gewünscht ist. Vielleicht hinten am Fluss entlang? Sehr merkwürdig. Wir schauen mal. Kann ja eigentlich nur heißen, dass ich einmal außenrum müsste. Was schwierig wird, weil da eben der Fluss ist. Und ich nicht den Eindruck hatte bisher, dass ich den irgendwie überqueren kann. Außer natürlich mit einem Boot, aber das habe ich ja nicht standardmäßig dabei. Ich vermute, ich habe da irgendwas verpasst. Hier wären wir. Schauen wir mal. Könnte das richtig sein? Hier haben wir wieder so einen Punkt. Du verschwendest deine Zeit mit dem. Da hast du recht. Das ist für dich. Oh. Was haben wir? Was sehen wir? Wieso das hier? Nee.
Irgendwas ist hier noch. Ah, warte mal. Ach ja, das kennen wir aber auch schon. Ja, jetzt bin ich echt gespannt, ob das tatsächlich die Lösung ist, um dorthin zu kommen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Und gleichzeitig kann ich es mir auch wieder vorstellen. Warte mal, was war denn hier der richtige Punkt? Nein, wir müssen einen anderen Weg finden. Was war das denn? Das war da drüben. Hier hoch war's. Genau hier. So, jetzt schauen wir noch mal kurz. Jetzt sind wir dort und wir müssen hier unten hin. Nee, bringt mir nichts. Nee. Also entweder kommen wir da irgendwie noch hin. Oder aber eben nicht. Oder mir fehlt irgendwie, dass ich mich selbst beamen kann oder so. Keine Ahnung. Das ergibt sich mir so nicht. Was? Aua. Etwas ist hier. Im Verborgenen. Etwas ist hier im Verborgenen. Über der Natur der Schemen. Haben wir hier einen Schlüssel? Leider nicht, schade. So, jetzt gucken wir nochmal eben hier auf die Map. Wenn wir da lang gehen, kommen wir einfach nur auf den Weg zurück. Okay. Das heißt, wir gehen zum nächsten Lagerfeuer und beamen uns irgendwo dahin, wo es Sinn macht. Ich weiß nicht, wir müssen mal schauen, ob wir später eine Fähigkeit dazu bekommen, die mich dann da hochschickt oder so ein Wurfgreifhaken oder was. Aber so habe ich den Weg jetzt tatsächlich nicht gefunden. Vorne haben wir das nächste Lagerfeuer. Hier haben wir die Bestie verfolgt. Sehr merkwürdig. Schade. Dass da auch nur der Hinweis ist, da muss ich wohl einen anderen Weg finden. Das war's. Bisher war das Spiel eigentlich so offen mit den Hinweisen. Oh, Entwicklung, ja, richtig. Zeig mal hier, was haben wir denn? Kombo-Angriff. Wenn ein Angriff erfolgreich pariert wird, perfekter Wechsel. Machen wir es so. Was haben wir hier? Rettungsmission. Den Spuren der Überlebenden folgen. Das ist da halt auch so mittendrin, ne? Hier ist doch ein ganzes Stück nicht aufgedeckt. Aber ich komme halt nicht drauf, wie ich da hinkomme. Denn hier, der Weg führt dahin. Und das ist alles Wasser. Weshalb mir nicht ganz klar ist. Unterirdischer Ort. Die Hexe aus dem Sumpf. Da sind wir jetzt gerade. Ah, entweder über die Berge oder nach da. Ich verstehe. Ja, komisch. Ich würde sagen, wir reisen einmal dahin. Ja, schade, ich hätte es gern gefunden. Aber wir haben wieder einen kleinen Fortschritt. Warte mal.
So. Das ist gelöst. Das Fleisch ist schwach. Fallensteller. Das ist aber nicht gelöst. Entschieden sich die Verbanner Jekyll und die Schuld zuzuweisen. Aber weil hier steht gelöst, ne? Deshalb gehe ich irgendwie davon aus, dass hier auch gelöst stehen sollte, aber tut es nicht. Das ist aktuell noch da und was hat es hiermit auf sich? Es ist abgeschlossen. Keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Ja, dann schauen wir mal beim nächsten Mal, dass wir vielleicht das hier machen, oder? Dann gehen wir da nach oben und dann gucken wir, was wir da erledigen können. Ja, das jetzt hat leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier drüben. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir da noch irgendwie eine Fähigkeit, dass wir uns dann da hochziehen können und dann können wir das immer noch machen. Wir kriegen hier wirklich jede Stunde irgendwie was Neues. Aber dann machen wir das hier das als nächstes, Spukermittlung. Und hier oben scheint ja auch noch ein ganzer Bereich zu sein. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin. Ciao.